Und damit ein herzliches Willkommen unter Lutz Heimwald Paddel. Let's play Last of Us 2. Ich bin Sam Simafik. Wir sind die gute Ellie. Oh, haben uns jetzt hier von deiner getrennt, da die hier schwanger im Theater ist und natürlich ein bisschen geschwächt ist. Und wir müssen uns jetzt hier alleine durchschlagen. Wir haben möglicherweise hier Tommy gefunden, der hier einen Gegner nach dem anderen abmurkst. Und ja, schauen wir mal, ob wir den werten Herrn finden können. Jetzt kommen Zombies. Was mit dem Mädchen aus der Schule zu tun? Wäre ein echt irrer Zufall, wenn nicht. Ich hasse diese kleinen Gruppen. Große Gruppen kämpfen. Diese einzelnen. Da war was. Wir gucken uns das an. Los, Mädchen. Dreckshunde! Mila! Versuch's von der Seite! Kapiert! Sie ist in die Richtung! Dreckshunde, Mann! Ich vergesse immer, wo du nachladen hast. So. Alter, Mann, ich muss neu laden, Mann. Das ist ja so schlecht, Mann. Diese Kackhunde, was ist denn das, Mann? Okay, dann müssen wir nochmal trainieren. Also, man kann sie ablenken, was natürlich sehr gut ist. Wäre ein echt irrer Zufall, wenn sie... Hier ist irgendwas. Ich sehe nach, was los ist. Pass auf dich auf. So, ich glaube, das kam von dort. Wisst ihr eigentlich, wie ich Hunde hasse? Wisst ihr eigentlich, dass ich echt Hunde hasse? Also im Videospielen natürlich, aber ich mag die auch im echten Leben nicht. Hunde sind einfach kacke. So, aber besonders hier in dem Spiel, da kotzen die natürlich richtig an. So, okay, läuft gut. Aber das war jetzt sehr schön. Oh ja, aber das ist natürlich ein ganz unschöner Gegner, weil er uns konstant verfolgt. Können wir nicht mal ein bisschen aufschneiden, so wie in The Last of Us, so wie in Days Gone? Schade. So, immer was das von meinem guten Schalldämpfer. Kann ich mir meine Ressourcen mal wieder neu nutzen. So, aber der Schalldämpfer, der hat sich gerade hier sehr schön gelohnt. So. Hä? Das ist sowas, was ich looten kann, oder? So. Hunde, Mann. Einfach Hund, Mann. Hunde elend wird mir da. Schlimm ist, wie ich ihre Schritte höre. Ich höre es, als wären sie alle neben mir. Hier ist nichts zu sehen.
Egal, wo sie hingeht, wir haben sie. Oh, die hat sogar Pumpkin, glaube ich. So. Deswegen brauchen wir unbedingt dieses Upgrade, dass wir schneller töten können. So, es wäre auch geil, wenn sie sie dann immer sofort looten würde. So, gleich den nächsten Schalldämpfer hier verschwindet. Aber, who cares? Da hinten ist einer, den ich natürlich nicht sehe auf meine normale Sicht. Und einer ist in dem Gebäude drin. Wie machen wir das am blödesten? Ich möchte halt nicht immer mein ganzes Leben gleich verlieren. Das war kein schöner Tod. Der Spiel ist übrigens derbe brutal, wenn ich das nochmal sagen darf. Was war das? Bin gar nicht hier. Oh Gott. So, lass ihn kommen. Let them come. Ist eigentlich die beste Strategie, weil irgendwann kommen sie immer. Frage ist halt nur von welcher Seite, links oder rechts. Egal wo er kommt, ich werde an dem Auto vorbeischleichen. Der sagt sich, die wird schon weg sein. So, okay, wartet. Zack, für dich, mein Freund, dich mit, sich mit uns anzulegen. Das war dein Fehler. Kannst du mir bitte sagen, dass das alle waren? Ich meine, wenn sie fünfmal okay sagt, dann denke ich mal, ist das das Zeichen dafür, dass das alle waren. Also ich hoffe es zumindest. So, also wir hätten natürlich auch viel mehr ballern können und alles mögliche. Aber ich finde, das war eigentlich ganz in Ordnung. So, außer natürlich, dass wir am Anfang wieder neu geladen haben. Aber dieser Hund hat mich... Da musste ich mir auf eine neue Situation vorbereiten, da war eine drauf eingestellt. So, jetzt gib mir Loot, gib mir Erfahrung, gib mir irgendwas. Sind wir heil? Nö. Aber das Ding ist, ich meine, ich habe ein bisschen Leben verloren. Aber wirklich so wenig. Und wenn ich jetzt mein Ding hier benutze und mich dann nochmal heilen muss, ach, es ist einfach furchtbar. Ich lade einfach nicht. So. Schalldämpfer ist schon wieder kaputt. Ich meine, die Ressourcen, die kann sie dann immer wieder aufnehmen. Muss ich nochmal über zurücklaufen, oder? Nö, da wird es auch keine Lust mehr. So, ich denke mal, hier an dem schönen Feuerwehrauto geht es nicht nach oben, aber in der Hütte waren wir noch nicht. Hier ist ja alles abgebrannt. Aber hier hat auch niemand Loot für mich versteckt. Aber es ist eine geile Location, weil überall Türen, alle Häuser kann man hier begehen, das ist ganz nice. So. Keine Munition gedroppt. Sind die eigentlich allein mit leeren Waffen rumgelaufen? Die sind so alle, wir haben diese Waffen nur zu schauen. Weit haben wir gar nichts. Ha, muss ein bisschen öfters meinen Pumpkin nutzen. Aber da hätte man uns sicher nicht an denen vorbeistealfen können. Also so stealthen, dass wir jetzt nicht am Ende abgeballert wurden. Wieso gibt es einfach keine Türen, die man einfach aufmachen kann, zumachen kann und bam abspringen kann? Mein Traum, Leute. Ich träume von einer Welt von normalen Türen, die man ohne Probleme auf- und zumachen kann. Das ist der Traum, den ich habe.
Offene Locations sind blöd. Enge. Okay, enge Gänge sind natürlich gegen Infizierte, doof. Aber gegen Menschen ist es natürlich furchtbar, weil die ballern da mit ihrem Aimbot, zack, Headshot, zack, Headshot. Und ich schaue da immer aus der Röhre. Hat das wer gehört? Ah, nö. So sehe ich das richtig. Ah, okay, wir haben jetzt hier nur die Kiste gebraucht. Ich dachte, da ging es jetzt weiter. Naja. Dann schauen wir mal. Da oben durch die Fenster könnte man vielleicht rein, aber ich denke mal, das Spiel will eher, dass wir da lang latschen. Aber ich denke hier nicht, oder? Weil da wird die Tonne. Wieso hat die keine Bremsen, Mann? Die haben alle Bremsen drin, solche Tonnen. Außer die halt. Amerikanische Tonnen. Sind auch nochmal das, was sie mal waren. Und hopp. Und hopp. Schade. Hat geklappt. Infizierte. Ganz sicher Infizierte. Verdammt, was ist das? Eine Art Bombe? Endlich mal was Vernünftiges. So, okay, da haben wir Workbench, die werden wir gleich nutzen, aber das ist immer das einzige Gute. Wenn der Workbench ist, dann liegt normalerweise immer in der Gegend ganz viel Krempel rum, den man gut nutzen kann. So, meins? So, Boris, es tut mir leid, es ist entsetzlich, was sie Wolf Sophia angetan haben. Irgendwie fühle ich mich mitverantwortlich. Ich habe die ganze Stadt angestachelt, dass wir uns gegen die Wolves behaupten müssen. Als sie damit anfingen, ihre Regeln zu übersprühen. Da habe ich sie nicht vehement genug davon abgehalten. Ich habe es vor dir verheimlicht. Ich dachte, sie würde aufhören. Ich weiß, dass du dich an den Wurst rächen willst. Glaub mir, mir geht es genauso. Aber das können wir nicht machen, noch nicht. Wir müssen clever sein. Warten, bis sich alles beruhigt hat. Die Leute wollen wissen, wie wir damit umgehen und werden sich dabei nach dir richten. Du warst hier nach dem Ausbruch ein Anführer und musst wieder ein Anführer sein. Lass nicht alles umsonst gewesen sein, wofür wir gekämpft haben. Okay. So, wenn ich jetzt weitergehe, da kommt dann sicher was. Ah, da sind wir Muni, die ist sehr schön. Und dann schauen wir nochmal, ob wir was Sinnvolles mit dem Waffenteil machen können. Also, wie gesagt, die haben wir ja voll upgradet. Ich bin gerade... Na, da muss ich die Feuerrate muss ich nicht upgraden. Ich denke mal... Feuerrate und der hier wäre eher das Rückstoß. Oder die... Nee, aber ich will den Schaden von dem Jagdgewehr unbedingt upgraden. Der kostet aber 100. Genau, ja, dann bringt es uns nichts. Dann wieder eingepackt. Natürlich hat sie jetzt wieder die falsche Waffe ausgerüstet. Aber das Jagdgewehr ist schon geil. Aber die Munition, Mann, das ist so traurig, Mann, mit dem Ding. So, und was haben wir jetzt? Jetzt haben wir Sprengfallen, okay. Das ist cool. Das kann man gebrauchen. Ich wusste doch, dass es die gibt, Mann. Du kannst mich doch nicht anlügen, Spiel. Ich erinnere mich nicht an viel, aber ich erinnere mich noch, dass die immer ganz hilfreich waren. Für Infizierte, für Menschen, das sind echt nice Dinger. Kosten aber gleich viele Ressourcen. So, wenn das mit dem Pferden nicht klappt, tun wir uns ja... Können wir uns ein Fahrrad holen. Hier werden jetzt Infizierte auf uns lauern. Der ein oder andere. So, so ein Tresor wäre übrigens mal wieder nice. Der wäre mal wieder richtig nice. Wahrscheinlich habe ich da 10 schon wieder übersehen davon. Nehme ich mit. Schon wieder was von Boris, oder?
Uli, unsere Herzen werden immer an Hillcrest hängen, aber nach Sophias Tod haben wir uns entschlossen, mit den anderen zum Stadion zu gehen. Wir müssen an unsere eigenen Kinder denken. Die Brandmans. PS, wir haben Boris vor ein paar Sekunden gesehen, wir wollten mit ihm reden, aber er wirkte abwesend. Bitte sprich mit ihm. Ich hoffe, er schließt uns jetzt an. Bin mir sicher, am Stadion wurden alle abgemurkst. Alter, seht ihr das Infizierte drin? Wollen noch ein paar mehr? Ich bin die King of Ellie. Könnt ihr mal aufhören zu brennen, weil wenn die jetzt brennen, dann wenn ich reinlaufe, dann tut mir das glaube ich nicht so gut. Ja, komm, Flammen, weg. Oh. So. Sieht aus, als wären sie hier Jahre gewesen. Und wir haben wieder einen Tresor. So, wer spricht man übrigens gerade von einem Tresor und da kommt einer, so kürze ich das. Okay, aber mir fehlt noch komplett ein Hinweis auf die Kombination. Das sieht so eklig aus. Ich mag hier nicht sein, aber ich brauche unbedingt den Tresor. Aber hier ist halt echt gar nichts. Das wäre natürlich jetzt richtig madig, wenn ich da die Kombination nicht rausbekomme. Aber lassen wir den mal hier ruhen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wo war das gerade? Oh, unsere Dodge-Fähigkeiten. So. Das dachte ich gerade da, wo dieses Licht hinscheint, dass da ein Feind ist. Schlimmer an den Infizierten ist halt, dass sie halt auch wirklich immer erst siehst, immer so direkt, wenn sie neben dir stehen. Das ist nicht so wie die normalen Menschen, die halt auf die Entfernung siehst, da muss wirklich immer direkt daneben stehen. Blaupass. Okay. Schämler, von mir aus. Also ein normaler und ein Special. Also am liebsten würde ich natürlich... mir den Rechner erschnappen, aber ich weiß nicht mal, wie ich in den Raum reinkommen soll. Ich könnte natürlich, aber meine Muni ist mir dazu kostbar. Aber, wartet mal. Ich bete nur, dass ich damit den richtigen... Na, jetzt müssen wir warten, verdammt, Mann. Weil ihr seht, der Schemmler ist jetzt viel zu weit weg.
Oh, ist das doof, Mann. Wenn ich das jetzt schmeiße und dadurch halt der normale Infizierte dann da reinläuft. Seid ihr jetzt nicht so richtig hart gestört, oder? Alter, der hat es überlebt. Das Kackviech hat das einfach überlebt. Das hat es einfach überlebt, das Kackviech, Mann. Ist das furchtbar? Die sind aber jetzt aggro. Und wenn sie aggro sind, weiß ich nicht, ob es eine gute Idee ist, mit denen zu kämpfen. So. Boah, ist das nervig, Mann! Ich dachte, der stirbt halt immer, Mann, aber der überlebt es halt einfach, das Kackviech. Na gut, dann heißt es Majake, wer? Und den anderen halt hoffentlich einfach im Faustkampf zu eliminieren. Kurz, schmerzlos und fertig. So, okay. Ihr seid so eklig, Mann. Oh, ich will euch nicht anschauen, ihr seid so eklig. Wieso töte ich eigentlich diese ganzen Viecher? Ich habe jetzt so viel in diesem Ding getötet. Und ich habe bis jetzt noch nichts Sinnvolles dadurch erhalten. Müssen wir jetzt echt sagen, hier liegt wieder nichts, oder? Ja, wird ja immer besser. Oh, okay, hat sich gelohnt. So. Schauen wir mal. Jo, wenn Dale vorbeikommt, wird er nach der Safe-Kombination fragen. Oh, aber geh einfach rüber zur Werkstatt. Und sieh selber. Sonst kommst du deswegen noch 10 mehr. Die Kombination ist 30, 82, 65. Hier muss mit seiner Frau reden. Ich weiß, sie will glauben, dass sie wieder in Ordnung kommt. Aber wir müssen den Tatsachen ins Gesicht sehen. In der WLF-Basis soll es richtige Ärzte geben. Niemand würde ihr übel nehmen, wenn sie geht. Außer Boris, aber scheiß auf den. Der Boris halt. 30, 82, 65. 30, 82, 65. 30, 82, 65. Hätten wir da einfach hier reingehen können? Wahrscheinlich. Toll. Naja, man kann nicht wieder Ressourcen mitnehmen. Man muss das Positive mitnehmen. Ignorieren, ignorieren. Ich freue mich, dass die Infizierten nicht gekommen sind, dass ich da hinten rumgeballert habe. So, 30, 82, 65. Komm, mein Güter-Tresor-Level, Leute. Da will ich jetzt aber was Kreis haben. Oh, da liegt ja noch was. Zwischen kann ich wieder alles brauchen, gell? Wieso gehe ich eigentlich dahinter? So, irgendwann hüpfe ich mal so ein Infizierter an, wenn ich hier mal ein Tresor öffne. 30. 82. 65. Bam, bam, boom. Eigentlich sollte ich einfach in der Lösung nachschauen und dann wird mir das alles verpusht sein. Dann müsste ich nämlich nicht das mir rausholen. So, was ist das? Ein Lederband. Okay. Was kann ich damit machen? Meine Gegner strangulieren. Gewehrholster. Ah, ich weiß, ich kann mir denken, was wir damit machen. Und zwar können wir jetzt hier, genau, gleichzeitig beide unsere schweren Waffen nutzen. Das ist sehr hilfreich. Naja, dann lohnt sich immer, dass ich hier mir so einen abgetan habe hier. In meiner sinnlosen Jagd, in meiner doch nicht sinnlosen Jagd, sagen wir es lieber so.
Jetzt gehen wir hier erstmal in Getränkeladen. Muss erstmal ein bisschen was saufen. Der Hoffnung, dass da nicht noch mehr Infizierte sind. Und mein Nahkampfwaffe ist auch gleich kaputt. Es läuft, liebe Leute. Es läuft richtig gut, Mann. Naja, liebe Leute, wie soll es denn sonst gehen in der Zombie-Apokalypse, oder? Ich hab da irgendjemanden stöhnen schon wieder gehört. Und da gehen wir runter, ja, natürlich. Aber nicht mehr in diesem Part, denn wir machen nur einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht's weiter mit The Last of Us 2. Bis dann, auf Wiedersehen. Ciao.